Das ist doch crazy. Ja, klar. Teach me how to shuffle. So, da begrüße ich euch hier zurück zu einer neuen Aufnahme von The Jumper. Ich mach mal eben noch die Mugge an und weiter geht's. Also, es hat sich einiges geändert und zwar spielen wir jetzt die Map in der Version 1.3.1. Das bietet natürlich viele neue Funktionen und Features und löst es auch die Frage der goldenen Äpfel. Das heißt, wir können jetzt hier unsere Goldblöcke nehmen, um letztendlich ein paar viel bessere goldene Äpfel zu machen. Aber dazu später. Ich habe mir nämlich noch mitbekommen, dass wir ja eigentlich Endertruhen machen könnten und somit ein bisschen das Platzproblem hier lösen könnten, weil wir haben ja schon doch irgendwie ziemlich viel Shit mit der Zeit gesammelt. Um die zu machen, müssten wir allerdings noch einen Enderman finden, weil wir haben bis jetzt nur eine Enderperle. Ich habe natürlich die letzten beiden bei der anderen Insel da hinten nochmal verbraten. Das heißt, wir müssten irgendwie nochmal nachts rumsuchen, ob wir nicht irgendwie so ein Viech finden. Na? Du hast kein Schlüsselvieh hier, kommst nicht rein. Ja klar, Krabbel aufs Dach. Was noch neu ist, ist... Nee, das ist nicht neu. Quatsch, nee, das war jetzt das Neue, genau. Aber ich fliege hier auch immer mal auf der Insel hier rum und mache so meine Screenshots. Das heißt, ich gehe dann in den Game Mode 1 und fliege so ein bisschen rum. Und ich habe dabei einen Magma-Slime-Spawner gesehen oder wie die Dinge auch immer heißen. Das sind so eine schwarzen Slimes. Die sind nicht so lieb wie die grünen und sie droppen Magma-Creme. Das ging zu bescheuert, aber diese Magma-Creme können wir letztendlich benutzen, um später auch interessante Tränke zu machen. Und ich würde sagen, das gehen wir heute mal noch an. Und Gasdrehen, das außerdem noch. Gasdrehen, Magma-Creme und ja, hier. Die Dinge habe ich jetzt eigentlich schon gesammelt, 10 Stück. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da noch gebrauchen könnten. Ich habe jetzt leider kein Optifine drauf, da die Version 1.3.1 noch nicht draußen ist. Das heißt, es könnte hier unter anderem jetzt auch ein bisschen langsamer laufen, obwohl die 1.3.1 Performance ja ein bisschen besser geworden ist. Deswegen mache ich mir da nicht so viele Sorgen. Aber wir können zum Beispiel nicht mehr String nehmen, um hier irgendwie was ranzuzoomen. Das geht jetzt nicht mehr. Okay, gut, ich höre mal auf mit dem Gelaber. Wir kümmern uns jetzt einfach mal drum. Hier, Fackeln kann ich eigentlich mal auch mal stapeln. So, warte mal, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Ja, ich brauche ja eigentlich keine zwei Bögen. So, den Rest kann ich eigentlich so lassen. Ein Schwert könnte ich vielleicht nochmal basteln. Aber wir haben ja eigentlich ziemlich viel Eisen. So, warte mal. Ja, schön gemacht. Alter, ich komme schon wieder durcheinander. So, warte mal. Nicht, dass wir dann oben dann out of Schwert sind. Ja. Ist hier noch wer? So. Gut, okay. Gehen wir mal hoch. Also. Zack, 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 da. Ich bin mal gespannt, ob wir auch solche Viecher dann antreffen. Ich weiß gar nicht, wie diese Magma-Slimes, ob die dann irgendwie total fett und riesig sind. Aber ich habe so einen Spawner zumindest gefunden. Das war auch in der Nähe dieser Gast-Spawner. Ja, 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 ich höre schon. Ach ja, stimmt. Um eine Endertruhe zu machen, brauchen wir sowieso noch Obsi. Ah, nee, warte, warte, warte. Nein, ich habe natürlich meine Spitzhacke nicht mitgenommen. Toll, da hätte ich ja auch mal dran denken können. Wir brauchen 8, glaube ich, ja. 8 Obsis außenrum und dann in der Mitte so ein Enderauge. So. Das heißt, ich gehe nochmal zurück, hole mir meine Dia-Spitzhacke, weil das können wir ja dann nebenbei noch erledigen. Hallo? So, komm her hier. So, Au. Scheiße. Mach keinen Stress, Junge. So. Ich glaube, das wird gar nicht einfach werden, gegen diese Dinger da anzukämpfen. Vor allem gegen diese Gastviecher, die sind so nervig. Und vor allem, wenn da noch die Loden dann hinter uns herrennen und die Magmas auch noch. Die Magmas. Immer diese Magmas. So, warte mal, jetzt baue ich hier erstmal 8 Obsis ab. Das dürfte jetzt sehr, 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 sehr spannend werden. Das ist ja sowieso immer die geilste Sache, die es überhaupt in ganz Minecraft gibt, wenn man Obsidian abbaut.
Ich hoffe, mein Nachbar, der schreit jetzt nicht schon wieder so rum. Boah, da war vorhin was los. Der kam irgendwie mit seiner Essensschale auf die Straße und hat da irgendwelche Fahrräder angebrüllt, beziehungsweise Leute auf Fahrrädern und keine Fahrräder. Okay, das wäre noch verrückter gewesen. Keine Ahnung, was da los ist. Aber heute ist echt schon so ein richtiger crazy day. Heute ist das Wetter nicht schlecht, aber scheint die Sonne. Und trotzdem ist es irgendwie schlecht. Der Nachbar brüllt irgendwelche Leute auf Fahrrädern an. Eieiei. Was das wohl für diese Folge bedeutet? Wollen wir mal schauen. So, habe ich mit dieser sinnlosen und sehr langweiligen Geschichte jetzt wenigstens ein bisschen Zeit totgeschlagen? Wie viel habe ich denn jetzt? Wir brauchen ja 12. Noch 3. Ah ne, da oben ist noch einer. Also noch 2. Es ist auch immer so dunkel, man sieht gar nicht, wenn wir die abbauen. Zumindest nur sehr schwer. Dim, 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 dim. Jawohl. So, ne, jetzt haben wir sogar 13. Das ist sogar eh zu viel. Gut, ich höre schon. So, jetzt mal ganz vorsichtig hier. Wieso brennt hier schon wieder alles? Ja, ich sehe ihn. Fuck. Scheiße, ja. Okay. Ich bin generell jetzt mal ein bisschen ruhiger, weil das hier ist, glaube ich, wirklich mit das Schwierigste, was wir jetzt machen müssen. Von... Alter. Was hat denn der für Anfälle? Okay. Nicht beachten. Oh. Ja. Generell müsste ich mehr darauf achten, dass ich hier mir auch einen Wassereimer zurechtlege. Wo ist der scheiß Wassereimer schon wieder? Habe ich den... Oh, jetzt habe ich den auch unten vergessen. Es ist doch zum Kotzen. Ich habe mal wieder alles vergessen. So, und es wird, glaube ich, eh gerade Nacht, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja, es wird jetzt Nacht. Okay, da können wir sowieso jetzt erstmal noch mal eine Runde auspennen. Und die ganzen Spawner und so weiter, die ich angesprochen habe, die sind natürlich genau in der Mitte. Da, wo logischerweise alles rumlatscht. Also Lohen und hier Schlag mich tot, was es noch alles gibt. Das wird nicht gerade toll werden. So, warte mal, den lege ich mir mal hier hin. Dann kann ich mich auch mal immer noch bewässern. Falls ich wieder am Verbrennen bin. So. Jetzt brüllt der Nachbar schon wieder irgendwelche Fahrräder an. Ich weiß gar nicht, hört ihr das? Hört ihr das, wenn er da rumschreit? Ich habe das Fenster extra zugemacht, weil er vorhin schon irgendwie rumgeschrien hat. Ey, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Hauptsache, ich brüll irgendwelche Fahrräder an. Das ist doch crazy. Ja, klar. Arschloch. Toll, wie weit hat der mich jetzt hier runtergeschubbt? Der riecht mich auf, wisst ihr das? Ja, und jetzt sich auch noch so scheiße verstecken, wa? Das sind der Riechchen. Das sind echte Riechchen. Fuck. Ohne Scheiß, ich will hier nicht durch. Aber der kann ja nur zu einer bestimmten Zeit abschießen, ne? Oh Gott! Scheiß, wie viel sind hier denn? Oh, schnell! Ach, ich renne einfach mal rum, ne? Nein. Oh Gott. Hier ist so ein Magma-Slime-Spawn-Dings, da. Den brauchen wir. Wo sind denn die Viecher? Ey, cool, hier ist gerade auch nichts. Hier, solche Wieso? Die drehen sich so komisch schnell. Boah, genau, sowas. Genau das brauchen wir. Genau, komm. Geh drauf. Fuck, Alter. Wie riesig ist das Viech denn?
So. Nein, das ist ja furchtbar. Oh, jetzt jagen die mich. Scheiße. Oh, raus hier. Oh Gott, nein. Ihr könnt's versuchen. Oh, fuck, ey. Sind jetzt lauter kleine. Ah, guck mal hier, seht ihr schon diese Magma-Creme? Diese leckere Magma-Creme, die man sie immer aufs Toastbrot schmiert. Das ist wie dieses neuartige Nutella. Ich hau einfach drauf zu hier. Hier triffst du sowieso immer irgendwas. Oh, Alter, wie viel Experience hier ist. Mensch, oh. Reicht. Wie viel Magma-Creme haben wir jetzt? Achso, hier müsste mal noch einer rauskommen, ne? Mann! Ich glaube, die Gasdinger sind kaputt. Schieß mich nicht ab, du kleines... Nein, die Gasdinger sind nicht kaputt. Die sind nicht kaputt. Die sind nicht kaputt. Die sind nicht kaputt. Fuck it. Oh, das ist auch furchtbar. Ich hasse das. Okay, aber ich glaube mal, wir dürften jetzt genug Magma-Creme haben. Wo ist sie? Hier. Einer. Mensch. Da haben wir ja richtig alles rausgeholt. Na gut, okay, einer reicht. Da können wir sagen, Mensch, wir haben auf dieser Insel hier eine Magma-Creme abgestaubt. Oh, jetzt dürfte da so ziemlich viel los sein. Aber warte mal, ich warte mal noch, bis ich ein bisschen mehr Leben habe. Alter Schwede, das hält's ja nicht im Kopf aus. So, und wenigstens noch eine Gasträne, das wäre ganz cool. Dann haben wir nämlich alles. Wir haben jetzt Opsi, Geklopsi, wir haben Magma-Creme, wir haben Lohnstäbe und jetzt bräuchten wir eigentlich noch eine Gasträne. Warte mal, Screenshot, das sieht so cool aus. Ja, du siehst schick aus. Ja, genau. Bloß scheiße, dass du so fett bist, ne? Kommst hier nicht durch. Oh, ich glaube, ich habe ihn runtergeschubbt. Tschüss. Bring mir was Schönes mit. So. Generell ist es natürlich blöd mit den Gastviechern, weil wir müssten dann erstens, Pfeile verbrauchen. Und die Gastdinger müssten natürlich auch über einem Bereich sein, wo wir ran können. Also die sollten vielleicht nicht außerhalb dieser ganzen Plattform sein. Und das alles gleichzeitig zu lösen, ist doch nicht so einfach. Warte mal, ist das da hinten auch ein Gast? Ey, da hinten. Komm, dann gehen wir dahinter. Dann gehe ich dahinter, anstatt da oben noch weiter rumzuwuseln. Latschen diese Viecher jetzt hier unten rum? Das klingt so geil. Weiß irgendwie nicht, als wenn du mit Gummistiefeln in der Mansche rumwartest. Aha. Na? Hast dich verlaufen? Kauf dir mal ein Navigationsgerät. Ich komme da nicht ran. Mann, weißt du, du bist so weit weg. Warte mal. Das Dumme ist, wenn ich den jetzt zerteile, dann kommen hier ganz viele kleine raus. Ja, geh da mal drauf. Zündet der eigentlich irgendwas an? Da ist so... Ja. Cool, jetzt haben wir... Oh, das war so klar. So. Höchste Konzentration. Ach, jetzt weiß ich, warum wir so wenig Magma-Creme einsammeln. Doch, die kann man doch stapeln. Von einem so ein Riesenviech kommt einmal Magma-Creme raus. Das ist ja sehr ergiebig. So, warte mal. Tja. Dann würde ich eigentlich an dieser Stelle nochmal abbrechen. Beziehungsweise sauber die Aufnahme beenden. Weil da hinten scheint dann noch ein Gas-Spawner zu sein. Das will ich mir aber jetzt nicht auch nochmal antun. Also, Ziel war es ja hier zumindest ein bisschen Opsi abzustauben. So stimmt... Was willst du? So, das Schwert ist jetzt auch kaputt. Warte mal, ich kann ja noch diese
Ich kann ja noch versuchen, ob ich das hinkriege. Nee, stimmt. Ach, wir brauchen ja erst noch einen Enderman. Okay, also warten wir dann bis auf die nächste Nacht. Und dann kümmern wir uns um das Enderauge und um die Gasträne in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt The Jumper. Seid wieder mit dabei. Und ja, haut rein, macht's gut. Ja, und esst ganz viel Eis. Tschüss.